Und da steht er. Komm auf den Fünfer Gold, machst du ein Bild. Genau, ihr könnt den nehmen. So, warte. Fangen wir an, vielleicht zu raten, wa? Ja, von mir aus. So, grüßt euch wieder mal. Hau ab. Aber jetzt haben wir mal wieder ein cooles Projekt von einem Kunde, ein Golf 5 GTI mit Allradumbau. Und ja, ist heute hier zum Abstimmen. GTX 3076 mit 82er Abgasgehäuse. Auf jeden Fall hat der Tag heute schon mal cool angefangen, nur doofes gelappt, wie es gehört. Und gleich nach dem ersten Lauf hatten wir 515 PS oder irgend sowas und 600 Newtonmeter. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass noch Potenzial nach oben ist. Und da hat man so eine kleine Vorgabe, 580 PS, ne? So ganz grob. Habe ich mal in den Raum geschmissen, wir haben es fast geschafft. 570 PS sind es und 630 Newton. Kann man hören? Zwar, oder? Und zwar haben wir jetzt, das ist die erste Messung, ne? Die blaue Linie. 570 PS und 620 Newton bei 2 Bar. Und das Problem war aber, bei 7000 Umdrehungen fehlt uns dann der Sprit. Ne? Es geht einfach nicht mehr vom Sprit her. Deswegen haben wir die Drehzahl ein kleines bisschen runtergenommen. Können wir her wieder? Ich zeig das mal. Und deswegen haben wir die Drehzahl wieder runtergenommen, haben abgestimmt auf 7000 Umdrehungen. Wie ihr sehen könnt, bei 7000 Umdrehungen 557 PS. Also es ist vertretbar. Ne? Ja. Am besten zu dem Umbau kann vielleicht der Kunde mehr sagen. Komm, komm her. Ja. Servus. Ja, kannst du mir ein bisschen was erzählen zu dem Umbau? Ja, Umbau. Der Motor ist ein ganz normaler 5er Golf GTI Motor BYD. Mhm. Hat verstärkte Kolben und Bläuel drin, also Haarschaftbläuel, Kurbelwelle, alles fein gewuchtet, hat auch eine Versteifungsplatte drin, dass alles gut hält. Ja, Turbolader ist ein Garrett GTX 3076R. Wir haben noch eine große Ansaugbrücke drauf, einen Ladeluftkühler von Wagner, eine große Ansaugung mit offenen Luftfilterpilz. Ja, das war es eigentlich schon zum Motor. Auspuffanlage ist 3 Zoll durchgehend, mit Cut. Und der ganze Umbau ist auch eingetragen? Ist eingetragen, so, ja. Passt. Über die, wie gesagt, über die Eintragungen, da redet man dann später mal zu dem ganzen Thema. Die Eintragung wurde nicht bei uns gemacht, haben wir jetzt nur drüber geredet. Ja. Und was halt, erzähl mal was noch zu dem Allradumbau, das ist halt schon geil, ne? Richtig, Allradumbau. Also es gibt ja eigentlich kein GTI mit Allrad. Ja. Deswegen habe ich mir einen S3 geschnappt, habe den geschlachtet, der hat einen Fronttreffer gehabt und habe quasi dann meinen Kofferraum ausgeschnitten, dass die Hinterachse reinpasst und habe die Hinterachse vom S3 reingebaut. Dazu dann noch einen Kardan, den passenden Tank. Auspuff umschweißen, eine Steuerung ran und so war es eigentlich. Jetzt hat das Ding Allrad. Ja, das ist schon eine coole Geschichte. Wir hatten halt heute mal drüber geredet, über das Allrad. Wir hatten ja auch noch so ein Projekt vor, eventuell. Aber ja, wie ihr ja alle wisst, mir kommt zu nichts. Und wir kümmern uns halt lieber um die Kunden. Und auf jeden Fall war es mal eine coole Geschichte, wie man das alles umbaut und so. Er sagte halt, ne, es ist nicht jetzt so das übelste Problem. Deshalb hat es uns schon wieder ein bisschen angefickt. Ja, vielleicht kommt noch was. Das geht echt gut. Ja. Wir haben ja noch alles liegen auf für unseren Golf. Wir kennen den ja eigentlich. Und ja, was halt hier noch dazu zu sagen ist, Raildruck fahren wir hier 160 Bar gerade. Und bei höherer Drehzahl nimmt der Raildruck halt einfach ab. Die Pumpe schafft es nicht. Die Feder von der Pumpe schafft es nicht. Obwohl die Pumpe eigentlich 200 Bar drücken sollte. Ne? Aber, ja, ich habe da ja, schon eine Idee. Ne? Ja. Haben schon eine Idee. Ne? Ja. Das wäre noch eine Möglichkeit und dann können wir auch die Drehzahl wieder hochsetzen. Jetzt tun wir zwei... Na, ja, du mehr als ich, ja. Ja, wir wollen eigentlich, also ich will gern Wassermethanol. Bei so einem Fahrzeug ist es halt möglich, ne? Bei einem Alltagsauto Wassermethanol, wer das einbaut, ja, weiß ich nicht. Also beim Alltagsauto ist es einfach nichts. Aber bei so einem Auto wäre das schon geil. Der David überlegt noch, ob eventuell eine Wassermethanol reinkommt. Und dann werden wir mal sehen, da werden eigentlich 6,50 eingepeilt. Das klingt natürlich verlockend, ja. Ich mache mir mal Gedanken dazu. Sind wir mal alles gut in den Kopf gelassen. Es soll ja auch alles, wie gesagt, alles halten. Das ist immer ganz wichtig bei uns. Und wie ihr sehen könnt, auf den Kurven, wie wir euch ja schon gezeigt haben gerade, die Kurven sehen halt immer aus wie gemalt. Ne? Und so fährt das Auto auch. Was halt wirklich wichtig ist, sauberes Fahren. Ne?
Richtig. Fertig. Richtig. Bums und sauberes Fahren. Bringt doch nichts, wenn er ruckelt und dann irgendwelche Ärger macht. Ja. Das hat man schon öfters hier. Und sowas wollen wir halt. Sowas würden wir auch gar nicht rausgeben. Ja, solche Abstimmungen ist bei uns kein Problem. Ja, das machen wir alles mit der Firma gecharged, sage ich wieder mal. Wenn Andi, da ist halt genauso behindert wie mir. Ja, das stimmt. Das muss ich immer wieder sagen. Wir haben gerade wieder schön gelacht am Telefon. Und jetzt haben wir mit dem Ding eventuell immer noch auf der Straße, wenn das Wetter hier endlich mal ordentlich wird. Über zwei werden wir noch auf der Straße locken. Wenn du lockst, ich fahre. Passt, ja. Ich will einmal gucken, wie es geht. Klar, gerne. Wie es anfühlt. Und ja, Klosi wird mal noch ein bisschen filmen, denke ich. Na klar. Da erzählen wir einfach im Auto mal noch ein bisschen was dazu, zu der Allradsteuerung. Und ja, die Allradsteuerung ist über eine Handy-App. Ja, ja, genau, es gibt eine Handy-App. Das Handy verbindet sich dann mit Bluetooth quasi mit dem Haldex-Controller. Da kannst du dann den Kupplungsdruck, sag ich jetzt mal, regeln, der auf die Haldex-Kupplung gegeben wird und dementsprechend dann die Übersetzung. Ja. Also im Grunde genommen ist es möglich, ich kann auch nur Frontantrieb fahren oder halt eine gute Verteilung. Eine gute Verteilung. Ja. Ist halt eine coole Geschichte, ne? In dem Sinne, wenn du nicht jetzt über Kabelbaum einpinnen, Kabel legen, ne? Dieses ganze Geaff halt. Ne? Ja, das ist schon eine coole Geschichte. Mittlerweile ist es schon echt krank, was es alles gibt. Ne? Wir machen das ja auch schon lange, aber jetzt gerade habe ich selbst wieder ein bisschen in Staunen geguckt. Ja. Machen wir eventuell immer noch einen Prüfstandslauf. Ja, einfach so. Ja, dass die Leute das auch sehen, dass es auch nichts Gefaktes ist. Und dann Westgate-Schlauch haben wir wieder eingeklemmt. Passt wieder, ja. Funktioniert. Was seid ihr auf Facebook? Quatsch, Instagram? Ja, wir haben eine Gruppe, Street Project 96. Also könnt ihr gerne mal in Instagram schauen. Dann gehen wir werden bestimmt mal dann, ja, ein kleines Mal blend mal ein. Ne? Was? Blend mal ein. Genau. Ja, blend mal ein. Ja. Blend mal ein. Genau. Haben wir ja gesagt, 559 PS und 617 Nm, weil wir die Drehzahl ein bisschen kürzen mussten wegen Sprit. Das wird sich noch ändern, das werden wir noch umbauen. Aber jetzt habt ihr aktuell mal live wieder gesehen, die Kurven sehen auch immer so aus, immer, immer. Also da ändert sich nichts. Unsere Programmierungen, das ist halt echt wichtig, dass die sauber laufen. So, und einfach um den Kunden ein safes Fahrzeug zu geben, haben wir dann jetzt 200-300 Umdrehungen weggenommen. Weil einfach hinten raus Lambda wieder ansteigt, weil wir keinen Sprit haben. Und dann wird es halt rot. Und bevor es kaputt geht, machen wir es lieber so. Machen dann die Wassermethanol eventuell, ne? Mal schauen. Und dann, ja. Auf jeden Fall eine coole Sache, coole Geschichte. Los, weiter geht's. Ja, wie gesagt, hier zeigen wir euch nochmal den Umbau von unten. Dass ihr auch seht, dass wirklich Allrad ist. Der Allrad-Umbau ist echt ganz cool gemacht. Er wird halt einfach umgesteckt, oder? Wie gesagt, ich habe ihn ja selber noch nicht gemacht. Theoretisch ist hier, wenn du mal hochfühlst, dann nehmen wir mal das hier. Dann füll mal hoch. Das hier gibt es alles nicht im Golf 5. Da ist theoretisch dann der Tank auf der Seite. Hier drüben ist der Mittelschalldämpfer. Und dafür muss halt Platz geschafft werden. Und deswegen haben wir einfach die Kofferraummulde, die Ersatzradmulde im Kofferraum ausgeflext, um halt den Platz für die Achse zu schaffen. Und im Prinzip ist es eigentlich eine stinknormale S3-Achse. Draufgeknallt, dann haben wir noch einen HNR-Stabi rein, damit wir eben stabil auf der Straße unterwegs sind. Und ja, der Tank noch dazu. Das passt eigentlich. Hat er dann jetzt weniger Spritvolumen? Oder? Nee, sogar mehr. Sogar mehr? Ja, ja. Jetzt hat er auch zwei Tankkammern, also wenn du vielleicht von hier nochmal hinfilmst, ich gehe mal vorbei zum Zeugen. Jetzt auch die zwei Kammern, also eine Seite hier und eine Seite hier. Original hat er eben bloß einen großen auf einer Seite. Und ja, so läuft es jetzt halt hier. Wenn man jetzt nochmal durchgeht, hier ist dann eben über der Auspuffanlage der Kardan zu sehen, der die Kraft von vorne nach hinten treibt. Da muss man dann Anpassungsarbeiten in dem Bereich machen fürs Mittellager, dass das aufgehängt ist.
Ja, und dann, wenn du hier hoch mal filmst, siehst du eben dann die Harley-Scheibe, wo es dann ans Getriebe angeflanscht ist. Ja, aber der Rest ist, also man kann es Plug and Play von dem Originalfahrzeug übernehmen und einbauen. Funktioniert. Willst du noch was sagen? Nee, ich habe eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Bremsanlage ist TDRS, glaube ich, ne? Bremsanlage TDRS, fahren wir gleich nochmal rüber. Also, das Auto steht auf OZ Super Turismo. Mhm. 19 Zoll. Kannst du mal dein hässliches Bein wegnehmen, oder? Nee. Auf der Vorderachse haben wir hier eine Bremsanlage vom Audi TTRS. Und auf der Hinterachse die vom 5er Golf A32. Ja, dazu steht das Auto auf einem 110er H&R-Fahrwerk vom AHA Exclusive. Dazu noch Kotflügel von SRS-Tech, damit man die Reifen auch unterkriegt. Ja. Das ist ja ganz stimmig, ne? Ja, mir gefällt das so. Mir passt das so, ja. Ich wollte nicht zu auffällig, aber auch nicht zu langweilig. Dezent. Den haben wir in Lotte. Funktioniert. Ich würde sagen, komm, lass doch rein, gehen wir locken und bauen. So, ja, jetzt sind wir da mit einem guten Stück noch unterwegs. Wir haben noch das Getriebe für uns programmiert, weil wir da die 7000 Umdrehungen als Limiter reingeknallt haben. Das ist noch ein bisschen ganz schön knackig beim Schalten. Die Kupplung lernt sich dann an wieder und dann funktioniert das halt wieder. Ja, der Debi tut jetzt mal locken. Jetzt haben wir natürlich gerade ein Problem. Wir wollten euch geil das Allrad zeigen und in der Hoffnung, dass diese Handy-App funktioniert, aber leider ist das Handy aus. Jetzt haben wir bloß Frontantrieb. Der Akku ist leer, ja. Der Akku ist leer. Vielleicht tut es ja aber auch noch schnell laden und ja, in der Hoffnung, es geht wieder an. Wir hätten es ja aber auch laden können bei mir, oder? Jetzt war eigentlich die ganze Zeit jetzt hier. Hier steckt es jetzt dran. Jetzt schauen wir einfach mal. Wir schauen einfach mal. Genau. Ich bin selber mal sehr gespannt, wie das hier abgeht. Die Küste. Und jo. Bis dann. Wir haben es doch wieder hingekriegt, dass die App wieder geht mit 2% Akku. Aber einfach nur der Akku, ja. Genau. Ja. Über die Steuerung, ich weiß nicht, ob man was sehen kann, aber da wirst du mehr erzählen können. Ja, Moment, ich verbinde mich mal. Also es verbindet sich mit Bluetooth, mit dem Haldex Controller und ich kann hier dann quasi ausschalten. Dann haben wir ganz normal Frontantrieb und kann dann hier die Verteilung einstellen oder eine automatische Verteilung, wenn theoretisch kann man Ladedruck anschließen an den Controller und dann ist quasi eine boostabhängige Steuerung. Ach so, richtig. Okay. Aber ich habe jetzt hier nur die Starre und will jetzt einfach mal auf 100% sagen 100% zuschalten. Das ist dann 50-50 Verteilung vor der Achse hinter. Genau. Okay, das ist eine coole Geschichte. Das werden wir gleich ausprobieren. Ja. Gleich sind wir auf unserer Teststrecke auf unserer abgesperrten, wie immer. Und da werden wir mal alles geben. Bin ich mal gespannt. Ganz kurz gewickelt, kurz hast du gemeint. Gespürt, ja. Ja? Ich hab's mir auch gedacht. Jetzt fehlt die Drehzahl. Die 7,4. Der Ganganschluss passt gerade nicht. Magst du es? Ja. Da bricht da, ganz kurz ein. Da kommt dann ein bisschen. Da fehlt dann ein bisschen der Druck. Ganz kleines bisschen fehlt uns der Ganganschluss. Ich merke es schon, der DBT ist halt wie gesagt locken. Weil ihr müsst immer wissen, die Sachen auf der Straße und auf dem Prüfstand. Wir stimmen mal auf dem Prüfstand alles ab, was geht, also alles, was geht. Und dann kontrollieren wir das nochmal auf der Straße, ob das auch machbar ist, wenn man im Endeffekt alle Gänge durchzieht. Weil das Abgasgehäuse füllt sich dann mit so viel Abgas auf der Straße, wenn du halt Gänge durchfeuerst, dass schon wieder eine brutale Zündwinkelrücknahme entstehen kann, beziehungsweise das Fahrzeug Zündung zieht, weil er die Abgase nicht wegkriegt. Und das wollen wir halt auf der Straße nochmal gegenkontrollieren. Ja, wir sitzen auch zu viert im Auto, mir kommt das gerade ziemlich langsam vor, wahrscheinlich müssen wir alle rausschmeißen, aber es sind halt 560 PS, ne? Also die lügen nicht. Ne? Wenn man auf den Zeiger guckt, geht das schon vorwärts. Aber gut, es sitzen auch geschätzte 350 Kilo zu viel, oder? So ungefähr, ne, 300, ne, so ganz grob. So, ich hoffe, wir haben euch heute mal wieder ein cooles Auto gezeigt.
und was alles möglich ist und was machbar ist. Wie gesagt, wir sind für jeden Blödsinn zu haben. Bei uns ist eigentlich alles geil entspannt. Eigentlich. Ne? Das war echt top, ja. Ja. Und wenn alles, das, was alles machbar ist, machen wir. Und ja, tausend Dank nochmal für dein Vertrauen. Nein, ne? Wirklich Dankeschön für die Arbeit. Ne? Ne? Kein Thema. Ja, kein Thema. Und ja. Dann würde ich sagen, Jungs, macht's gut. Genau, ciao, ciao. Ist mal was Neues, videotechnisch. Machen wir vielleicht mal weiter so machen. Die Kunden mit einbinden. Ne? Ich kann nicht immer wissen, was alles in die Autos verbaut ist. Das mag ich mir alles nicht. Ciao.